Meine Damen und Herren, ich bin Jochen Truss, bringe Sie mit meinem Team gut gelaunt und besser informiert in den Tag. Und irgendwas läuft doch falsch auf dieser Welt, wenn man diese neue Studie der Hilfsorganisation Oxfam mal analysiert. Ich habe es eben bereits kurz angeschnitten. Die 62 reichsten Menschen auf diesem Planeten besitzen genauso viel wie die ärmsten 3,6 Milliarden. 62 Menschen, genauso viel wie 3,6 Milliarden. Die Superreichen, sie werden immer reicher und reicher. Und die Armen, sie werden immer ärmer. Heute erscheint ein Buch unserer Spreeradio-Finanzexpertin an der New Yorker Wall Street, Sandra Navidi. Und es beschäftigt sich mit den Hintergründen zu genau dieser Entwicklung. Das Buch heißt Superhubs. So, und wie dieses Buch uns hinter die Kulissen der Finanzwelt blicken lässt, das wollen wir mit der Sandra besprechen. Sandra Navidi, einen schönen guten Morgen. Hallo Jochen. Grüß dich. Für den Laien vorab, was genau sind diese Superhubs, die du beschreibst? Superhubs sind die Knotenpunkte innerhalb von Netzwerken, die am besten vernetzt sind. Weil alles, von dem wir umgeben sind und wir selbst auch, bestehen aus Netzwerken. Es gibt natürliche, wie zum Beispiel unser Organismus oder die Umwelt. Und genauso gibt es auch Netzwerke in der Finanzwelt. Und ich habe mich darauf konzentriert, die Menschen an der Spitze der Finanzwelt zu beleuchten. Da sind eben die, die am besten vernetzt sind und die meiste Macht im System haben. Das sind die Superhubs. Man denkt direkt so an diese Wall Street-Leute. Sind diese größten Superhubs in den USA geknüpft? Oder verteilt sich das über die ganze Welt? Es verteilt sich auf die Welt, aber da unser Finanzsystem immer noch sehr stark geprägt ist, angelsächsisch, würde ich sagen, sind da überproportional viele Superhubs, aber sie gibt es natürlich in allen Ländern. In China gibt es immer mehr Milliardäre, immer mehr Leute, die sehr viel Macht haben, aber es gehören zum Beispiel auch Finanzpolitiker dazu. Also ein Herr Schäuble zum Beispiel ist auch ein Superhub in der Finanzwelt, weil er überproportional großen Einfluss hat und er ist auch mit allem und jedem auf der ganzen Welt vernetzt. Ihm stehen stets alle Türen offen. Es sind also Menschen wie zum Beispiel der reichste Mann der Welt, Bill Gates, oder auch EZB-Chef Mario Draghi. Und du schreibst auch über den Chef von BlackRock. Der ist nicht so bekannt. Wer ist das? BlackRock ist der größte Investmentfonds der Welt. Sie verwalten sehr viel Geld von Pensionsfonds, von Versicherungen. Also im Grunde genommen das Geld auch von uns. Aber es ist auch kein Geheimnis, dass dieser Chef davon, Larry Fink, ganz besonders große Macht hat. Er war sogar im Gespräch dafür, Finanzminister in den Vereinigten Staaten zu werden. Und das ist auch ein Thema in dem Buch, dass diese Superhubs ihre Macht dadurch insbesondere verstärken, dass sie zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor immer wieder hin und her wechseln und dadurch ihr Kontaktnetz sich exorbitant vergrößert. Und das gibt ihnen schlussendlich die große Macht. Ja, und diese Entwicklung, dass immer weniger Menschen immer mehr besitzen, ist ja eine Entwicklung, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine ungeheure Dramatik bekommen hat. Es ist vielleicht ein bisschen naiv oder illusorisch zu fragen, aber was muss passieren, damit diese Superhubs nicht zu viel und immer mehr Macht bekommen und nicht noch mehr Reichtum anhäufen? Denn ungerecht und so weiter ist es ja sowieso. Die Lösung des Problems ist, dass es Chancengleichheit gibt und dass alle gleichen Zugang haben zu Verdienstmöglichkeiten auch. Das ist ein bisschen utopisch, dazu wird es wahrscheinlich nie kommen, aber man muss es ein bisschen zumindest verbessern. Und da ist die erste Stufe, dass man dieses System besser versteht. Und ich hoffe, dass mein Buch Superhubs dazu einen Beitrag leistet. Und dann muss man halt wirklich regulative Mechanismen, Kontrollen durch Gesetze zum Beispiel machen. Denn vieles ist nicht illegal, aber es befindet sich im Graubereich und ist nicht in Ordnung. Und das müssten die Leute eigentlich wissen. Das haben sie wahrscheinlich auch im Gefühl. Und da müssen wir wieder mehr Augenmerk drauf verwenden. Also Superhubs, so heißt das Buch. Es ist ab sofort im Handel erhältlich. Geschrieben hat es Sandra Navidi, unsere Finanzexpertin an der New Yorker Wall Street. Ja, Sandra, es war super spannend. Vielen herzlichen Dank dir. Vielen Dank, lieber Jochen. Okay, bis bald.